Wir wollen keinen einzigen mehr aufnehmen. Im Gegenteil, wir wollen ein paar abgeben. Die Haltung Italiens zum Thema Rücknahme von registrierten Flüchtlingen ist deutlich. Da kann Angela Merkel beim EU-Gipfel ab morgen nicht gerade auf Unterstützung hoffen. Vor allem Innenminister Matteo Salvini von der Lega gibt sich als kompromissloser Hardliner mit lautstarken Ankündigungen und verbalen Grenzüberschreitungen. Zuletzt wollte er gar die Roma in Italien zählen lassen. Mit seinen rassistischen Ausfällen gegen Migranten und Minderheiten erinnert er an die dunkelsten Seiten der Geschichte und stößt in Italien auf viel Zuspruch. Auch am Strand von Chioggia. Annette Hilsenbeck. Sonne tanken und entspannen, wo Ordnung herrscht und Sauberkeit. So mögen sie es am Strand von Chioggia, südlich von Venedig. Hier im Norden Italiens ist die Hochburg der rechtspopulistischen Lega, Koalitionspartner in der neuen italienischen Regierung. Mit der sind sie zufrieden, vor allem mit Innenminister Matteo Salvini von der Lega und seiner Hardliner-Flüchtlingspolitik. Salvini, der gefällt mir gut. Er hat bei der Flüchtlingspolitik die Aufmerksamkeit Europas auf die Probleme Italiens gerichtet. Mit denen haben sie Italien bisher alleine gelassen. Es ist gut, dass er versucht, etwas zu ändern. Die sollen ihn mal machen lassen, um zu sehen, was geht. Weil es nicht richtig ist, dass wir allen gegenüber so offen sind. Vielleicht hat er sich schlecht ausgedrückt, aber sein Programm könnte die genau richtige Lösung sein. Ich denke, er ist ein Realist in der heutigen Zeit. Seine Wortwahl, naja, Worte, die kann man immer interpretieren. Meiner Meinung nach sind die Ideen, die er hat, richtig. Ein paar Meter weiter, ein privater Strandabschnitt, der sich besonders der Ordnung, Sauberkeit, Disziplin rühmt. Das sind die Regeln, über die Mitbetreiber Gianni Scarpa gewissenhaft wacht. Scarpa hatte letztes Jahr dafür gesorgt, dass der Strandbereich als der Faschistenstrand landesweit bekannt wurde. Er hatte ihn mit faschistischen Symbolen und Bildern des italienischen Diktators Mussolini geschmückt. Faschistische Kampfsprüche, eine Gaskammer gab es, bis die Polizei dies alles verbot. Am Strand sah und sieht man so Widerwärtiges gelassen. Jeder hat seine Meinung. Wer will, geht hin, sonst eben nicht. Am Morgen hat er um 7 faschistische Kampflieder gespielt, wie eine Nationalhymne. Ich fand das pittoresk. Ein Besitzer auf seinem eigenen Grund hat das Recht, dort seine Meinung auszudrücken. Die Grenze verläuft fließend zwischen freier Meinungsäußerung und Verherrlichung faschistischer Ideen. Den Faschismus in seiner Geschichte hat Italien allerdings nie richtig aufgearbeitet, weder in Schulen, Familien noch in Städten und Gemeinden. Das zeigt sich besonders in Predappio, rund 2 Autostunden weiter südwestlich von Chioggia. Seit Jahrzehnten ist es ein Wallfahrtsort für Faschisten. Hier wurde der italienische Diktator Benito Mussolini geboren. Hier liegt er begraben. 3-mal im Jahr ziehen Tausende durch die Kleinstadt mit Hakenkreuzfahnen, zeigen den faschistischen Gruß. Auf dem Friedhof wird die Mussolini-Gruft gerade renoviert. Die Anhänger kommen trotzdem. Treue Schwüre an den Führer, den Duce. Du bist ein großer, Italien den Italienern. Und am Auto gleich der Flyer für ein Geschäft im Ort. 4 dieser Andenkenläden gibt es im kleinen Predappio mit einem großen Sortiment faschistischer Souvenirs. Die Verherrlichung solcher Symbole ist in Italien verboten, der Verkauf bisher nicht. Faschismus ist in Predappio ein Geschäft, ganz selbstverständlich. Auf dem Marktplatz 3 Mitglieder der neofaschistischen Partei Forza Nuova, die Interessenten über ihr Wahlprogramm informieren, ganz offen Mussolini-Anhänger. Der ist heute noch aktuell. Mussolini hat die Schulpflicht eingeführt, die Renten und die Sozialwohnungen. Das hier ist historischer Tourismus, kaum Nostalgie. Ich bin stolz, Faschist zu sein. Deportationen, Massenhinrichtungen, Kriegsgräuel an Hitlers Seite, das alles ist verdrängt und vergessen. Der sozialdemokratische Bürgermeister von Predappio, Giorgio Frassinetti, lehnt sich wie viele hier dagegen auf, dass Faschisten die Stadt vereinnahmen.
Wir müssen aus Predappio einen Ort der Demokratie machen, einen Ort des Friedens, einen Ort der historischen Erzählung, der Erzählung, was Faschismus war. Um bestimmte Themen zu behandeln, braucht man Orte und Symbole. Und Predappio ist der richtige Ort, weil er ein Symbol des Faschismus ist. Es ist richtig, das in dieser Stadt zu erzählen, die enorme kollektive Tragödie des Faschismus. Er zeigt uns den ehemaligen Palazzo dei Fasci, den Faschistenpalast. Teil der Modellstadt, die Diktator Mussolini in Predappio bauen ließ. In diesem Gebäude will Frassinetti ein Museum des Faschismus installieren, in dem aufgeklärt wird, dass der Faschismus ein gewalttätiges, kollektives Verbrechen war. Hier der Eingang des Palastes des Faschismus von Predappio ist ein Symbol für die Unfähigkeit Italiens, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert ist. Er ist komplett verlassen und verfallen. An dem Schreibtisch, der einst Mussolini gehörte, kämpft er gegen die fehlende Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels italienischer Geschichte. Doch Aufklärung hat es schwer in diesen Tagen, in denen jene, die einfache Lösungen propagieren, den Ton angeben und immer weniger Menschen dagegen halten.